Den meisten Leuten fällt die gute Aussprache meiner Schülerinnen und Schüler bei Französisch und Englisch als erstes auf. Wir kombinieren das Schullehrmittel mit der Bjørkenbil-Methode und wenn die Schüler sprechen, lesen oder ein Rollenspiel üben, dann sind wir bereits bei den Aktivitäten und das ist der vierte Schritt der Bjørkenbil-Methode. Wir haben dann also bereits aktiv und passiv gehört und den Schülern fällt das Lesen und Sprechen jetzt eben leicht. Hören Sie selbst. Viel Spaß! Georges et ma grand-mère Yvette. Ma sœur Nathalie. Gosh, it's cold. Kathy, are you still there? I'm okay. Well, make it. We'll make it. It's not Nick and Kathy call themselves the crazy gang. They are good friends and do everything together. They have a lot of adventures together. Mike's got a boat. It was a present for his birthday. Nothing goes to stop us having a real adventure this afternoon. Hey, I've got an idea. Why don't we go out in your new boat, Mike? Falls Sie die Bjørkenbil-Methode noch nicht kennen, finden Sie unten in der Beschreibung die Links für weitere Informationen. Viel Spaß beim Stöbern. Tschüss.